Willkommen zurück bei Flatland, heute an unserem Mittwochstream. Hier seht ihr eine Fabrik, die wir gerne aufbauen wollen, zu einer bewohnbaren Fabrik. Es geht aber nicht, weil wir nicht in Reichweite sind. Hier, also eigentlich sind wir schon in Reichweite. Aber dann auch wieder nicht. Wir könnten das zum mittleren Lagerhaus upgraden. Wäre vielleicht gar nicht so blöd, ne? Mach ich mal. Das hier oben auch, oder? Nee, das ist schon mittleres Lagerhaus. Gut, 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 gut. Machen wir. Ich lasse mal weiter laufen. Forschungspunkte haben wir 40. Ein Sammelgebäude gibt es keine Ressourcen. Husten hat sich nicht zu einer ernsthaften Krankheit entwickelt. Das ist schön. 4 Leute sind krank im Moment. Hier wird schon gebaut, ne? Ja, hier wird schon gebaut. Und hier unten wird vor allem gebaut. Das ist jetzt interessant. Hier werden so Platten gebaut. Und ich hoffe, dass ich hier so ein kleines Ding drüber kriege. So ein Lager. Nur ein komplexes System aus geeigneten Unterkünften, gut erforschten Medikamenten und medizinische Versorgung kann die Ausbreitung der Krankheit stoppen. Ja, ja, wir haben da schon, wir haben doch überall schon Krankenhäuser gebaut und so weiter und so weiter. Keine Angst, unsere Aufmerksamkeit ist erforderlich. Hier hinten. Okay, was ist hier los? Artikel zur kalten Fusion. Ein Ausschnitt aus der Zeitschrift Scientific Tomorrow, Ausgabe Mai 2068. Ivo Gasas Prototyp ist ein kühner Schritt in die nächste Ära. Weithin zugänglicher, billiger Energie. Die verbesserte Version des Tokamak auf der Grundlage des ITER-3-Reaktors kann in Kombination mit einer erneuerbaren Energiequelle ein System wie zum Beispiel ein Wasserkraftwerk oder sogar Wasserstoffzellen mit hoher Kapazität in Gang setzen. Dieses Design ermöglicht den Bau hocheffizienter grüner Stromknoten, auch bei minimalem Zugang zu einem bestehenden Netz. Die Zukunft liegt vor allem jetzt in einem zellulären Stromnetz, erklärte Ivo Gasa in einem seiner TED-Vorträge. Ja, spannend. Was sammeln wir hier eigentlich? Uns schon wieder unsere Aufmerksamkeit erforderlich. Was ist denn jetzt los? Jeremys Gebeine. Oh verdammt, im Keller befindet sich ein menschliches Skelett in Militäruniform. Laut der Erkennungsmarke war sein Name Jeremy Ainsworth. Er hatte keine Papiere bei sich, aber neben ihm steht ein kleiner schwarzer gepanzerter Tresor. Er ist mit einem 8-stelligen Code verschlossen. Anscheinend hat der Tote versucht, den Zugangscode in die Wand zu ritzen, aber er konnte nur 4 Ziffern einritzen. 0204. Außerdem gibt es ein Zeichen. Lisa. Was fangen wir damit an, überhaupt? Lass es sein. Bring den Tresor zurück ins Lager, vielleicht können wir ihn eines Tages öffnen. Oder lass den Tresor zurück und vergrabe die Gebeine. Boah, ja, lass es sein. Da ist eigentlich Berkut dafür und auch die hier, die Feuerwache. Aber ich finde, so eine Gelegenheit können wir nicht verstreichen lassen. Wir bringen ihn mit. Ja, ein paar finden es blöd, aber so eine Gelegenheit lasse ich nicht verstreichen, auf gar keinen Fall. So, was ist denn hier? Ach ja, wir suchen die Schlüsselkarte. Könnte die hier sein? Ne, da brauchen wir die Schlüsselkarte. So, wieder ist eine Person erkrankt. Wo sind denn jetzt nochmal diese ganzen Schlüsselkarten? Ich mache mal kurz nochmal Pause. Die müssten ja hier eigentlich... Überwucherter Parkplatz. Die müssten ja hier... Oh, schaut mal. Ein interessanter Ort. Schlüsselkarte gefunden. Endlich halten wir die Schlüsselkarte in unseren Händen. Jetzt haben wir Zugang zum Pförtnerhaus des Kraftwerks der Wiedergeburt. Na also, das war doch einfach. Dann haben wir es tatsächlich gleich direkt hier gefunden. Sehr schön, was ist hier? Nichts Interessantes. Hier oben war doch auch noch irgendwie ein Platz mit einer Schlüsselkarte, aber der wird jetzt nicht mehr angezeigt. Wahrscheinlich gibt es nur eine Schlüsselkarte. Wenn man die gefunden hat, dann braucht man nicht weiter suchen. Das ist doch auch nicht schlecht. Hier könnten doch Leute sein. Sollten wir auch mal nach vorne vordringen, ne? Da sollten wir auch mal vordringen, indem wir hier noch ein Lager bauen. Machen wir das mal. Mittleres Lagerhaus, ein kleines Lagerhaus reicht uns eigentlich. Kleines Lagerhaus. Hier bauen wir das hin, oder? Dann kriegen wir ziemlich viel von der Insel mit. Ja, bauen wir mal dahin. Okay, dann können wir hier einige Sachen sammeln. Gut, wie schaut es denn da unten aus? Ich mache hier mal weiter. Wie schaut es denn hier aus mit dieser Brücke, die wir bauen wollten? Ist die fertig? Ist die fertig? Nee, die ist noch nicht fertig. Okay. Ist noch nicht fertig. Gut, was machen wir mit der Forschung? Was machen wir mit der Forschung? Wir haben die Schlüsselkarte gefunden. Sehr schön. Und wir könnten jetzt ein Haus erforschen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Die Drogerie auch, da brauchen wir Beton. Die Klinik wäre nicht schlecht. Was hätten wir denn hier noch? Schwere Kletterausrüstung. Ja, vielleicht die. Und ein großes Lagerhaus. Lass uns das große Lagerhaus erforschen. Da brauchen wir zwar Beton. Wo kriegen wir Beton her? Tja, da müssen wir erstmal die Betonherstellung erforschen. Das wird hier irgendwo sein, ne? Ah, den Betonmischer haben wir schon erforscht. Haben wir auch schon einen gebaut? Ja, wir haben schon einen gebaut, ne? Das Zementwerk war ein Upgrade des Ganzen.
bräuchten wir Metall. Ja, dafür müssen wir, glaube ich, jetzt die Schmiede upgraden. Also wenn wir Beton schon haben, dann können wir meines Erachtens das große Lagerhaus auch mal erforschen. Ja, damit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, dann öffnen wir jetzt das Pförtnerhaus. Keine Zeit zu verlieren. Wo ist denn unser... Hallo? Wo ist denn das? Da. Hier. Durchsuchen. Jawohl. Wie lange haben die noch Nahrung? Für 2 Tage. Okay. Hier gibt es eh nicht mehr so viel zu holen. Ja, hier gibt es noch ein bisschen was zu holen. Aber die machen jetzt gerade eh nichts, weil Nacht ist. Wir haben immer noch Erkrankte in der Siedlung. Ja. Das wird schon. Das wird schon. Gut, was können wir bauen? Großes Lagerhaus, richtig. Können wir bauen. 2 Menschen sind erkrankt. Das ist schlecht. Im Muschelrevier, wo ist das? Das ist hier, wo wir ein Krankenhaus haben, ne? Ja, da haben wir ein Krankenhaus. Gut. Sehr gut. Wir haben das Pförtnerhaus betreten. Und jetzt? Der Schlüssel zum Strom. Wir haben die Schlüsselkarte gefunden und sie funktioniert. Die Anlage öffnet sich. Oh je, ich bin so aufgeregt. Ich erinnere mich so lebhaft an diesen Ort. Was das angeht, da unsere Kooperation in eine neue Phase eintritt, sollte ich etwas offener mit dir sein. Nun, ich dachte, ich könnte die Vergangenheit hinter mir lassen, aber hier ist sie und verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Vielleicht hast du es dir bereits zusammengerannt, aber nichtsdestoweniger sage ich es jetzt einfach, ich bin Nicole Gaza. Der Mann hinter dem Wiedergeburtsprogramm, der den Bau dieses Kraftwerks finanzierte, war mein Vater. Ich war hier, als es stillgelegt wurde. Ich war erst 12, als es passierte, aber ich glaube nicht, dass ich das alles hier vergessen werde. Vor allem, als die Kämpfe begannen um die Nahrung, die sich ausbreitenden Krankheiten, diese armen Verrückten, die die Anlage stürmten. Mein Vater war ein brillanter Mann, aber war hart und hatte keine Führungsqualitäten. Er war nicht in der Lage, schwierige Entscheidungen zu treffen, eine Fähigkeit, die man nicht mit Geld kaufen kann. Ich möchte, dass wir sein Erbe gemeinsam fortsetzen, aber auf die richtige Weise, die eines Neuanfangs würdig ist. Sehr gut, 15 Forschungspunkte bekommen wir dafür und wahrscheinlich eine neue Aufgabe, ne? Da wir das Kraftwerk der Wiedergut nun betreten können, brauchen wir detaillierte Pläne und Schemata, um es für die Wiederinbetriebaufnahme vorzubereiten. Dieser Ort ist unglaublich komplex und sehr gefährlich. Wenn wir nicht richtig vorgehen, ich weiß, dass wir uns darauf vorbereitet haben, aber wir sollten trotzdem alle Unterlagen finden, die wir für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Wartung dieser Anlage brauchen. Ich würde vorschlagen, an den Orten zu suchen, die mit dem Wiedergeburtsprojekt zu tun haben. Die Büro- und Logistikgebäude, ich lasse dich gleich die Standorte wissen. Es ist immer noch ein seltsames Gefühl, wieder hier zu sein. Das kommt mir jetzt alles sehr viel kleiner vor als damals, als ich ein Kind war. Wir müssen auch die Hauptturbine reparieren. Eine kleine Lagereinheit daneben aufzustellen, wäre ein guter erster Schritt. Bald wird das Kraftwerk meines Vaters wieder in Betrieb sein. Errichte ein kleines Lagerhaus auf einer Insel mit einer Turbine. Lies die Baupläne zum Kraftwerk der Wiedergeburt. Okay. Hier sollen wir das machen? Nee. Und hier können wir nichts machen, ne? Durchsuchen können wir nicht. Gebiet nicht erreichbar. Naja, gut. Was ist das hier? Zerstörtes Kraftwerk, interessanter Ort. Da können wir Zeug holen, okay. Merkwürdig. Jetzt lasst uns erstmal das hier durchsuchen. Da gibt es noch ein paar Sachen abzuholen und so viel Nahrung haben sie, glaube ich, nicht mehr. Schwäche hat sich nicht zu einer ernsthaften Krankheit entwickelt. Eine Person hat sich im Muschelrevier vollständig von der Krankheit erholt. Das ist sehr schön. Nahrung haben wir auch mehr als genug. Das ist noch viel besser. Gut, dann mal kurz Pause. Also, wo sind denn jetzt... Was ist denn das hier? Das ist einfach nur der Wasserturm. Er wollte uns doch die Orte markieren, wo... Ja, hier, oder? Interessanter Ort. Ich glaube, das soll heißen, dass es hier... Ja, genau. Dass es hier Baupläne gibt. Dann werden wir hier mal hingehen. Wo gibt es noch Baupläne? Haben wir hier noch, was ist denn hier, 0 von 10? Ah, okay, das Ding ist gebaut worden. Haben wir hier sonst noch irgendwo Baupläne? Wo, was denn hier hinten? Hier hinten. Ja, das könnte hier sogar in Verbindung sein. Und wo haben wir denn da noch nicht geluschert? Erkunden, erkunden, erkunden. Ja. Und dann werde ich tatsächlich hier mal irgendwo einen abziehen. Ich weiß nicht, von den Muscheldingern. Oder hier, oder vom Holzfällerlager, aber die sind eh überbesetzt. Und setzt den hier rein. Und dann werden wir hier das hier mal holen, diesen interessanten Ort, weil da ja Leute sind. Genau. Perfekt. Gut, der Ort da hinten, ja, da könnten wir eventuell hinkommen.
Okay. Dann machen wir weiter. Wie viele Forschungspunkte haben wir? 30. Gibt es da irgendwas Interessantes zu erforschen? Wahrscheinlich ja, ne? Zu viele Arbeitskräfte, das wird wahrscheinlich das hier sein. Ja, dachte ich mir schon. Können wir da sonst noch irgendwo einen abziehen? Von der Forschung eher ungern. Wir könnten hier noch einen abziehen, aber die sind eh schon so unterbesetzt. Ich mach's trotzdem mal. Die finden ja noch gleich noch Leute. Und die dürfen sich ruhig hier ansiedeln, weil hier ist echt viel Platz. Unsere Aufmerksamkeit ist schon wieder erforderlich. Was ist denn jetzt schon wieder los? Aha! Baupläne nicht gefunden. Leider sind die Baupläne des Kraftwerks der Wiedergeburt nicht hier. Wir müssen wohl weitersuchen. Verstehe. Das war unglücklich. Schade. Schade drum, schade drum. Aber was wir machen können, ist, dass hier ab Upgraden. Dafür bräuchten wir aber viel, viel, viel Beton. Sehr viel Beton sogar. Was hatten wir denn nochmal erforscht, wofür wir Beton brauchten? Ah ja, genau, das ist natürlich das Lagerhaus. Klar, das Lagerhaus. Können wir denn die Betonherstellung ein bisschen verbessern? Hier, Zementwerke. Für 60. Okay, dann sammeln wir mal 60 Forschungspunkte, damit wir die Zementwerke bauen können. Die Musik ist für mich ein bisschen zu laut. Okay, ja, viele Leute sind im Entenplatzbezirk, aber da haben wir auch ein Krankenhaus. Wie viel Medizin haben wir noch? 68, also langsam wird die Medizin auch ein bisschen knapp. Muss man sagen, ne? Da ist Recycling für Kunststoff. Wo haben wir denn unser Betonding hingebaut? Haben wir das hier hingebaut? Ich weiß es nicht mehr. Da ist der Kohlehügel. Das ist Lagerhaus. Das ist ein Park. Das ist die Schmiede. Wir haben die Suche beendet. Wo denn? Ah, da oben. Aber hier noch nicht ganz. Wie schaut es denn aus? Ein Tag noch, okay. Ein bisschen was haben sie noch. Das sollen sie ruhig noch holen, weil viel ist es ja nicht. Das sollen sie ruhig holen und dann gehen wir zurück. Dann kämen wir zurück. Wo haben wir den Beton? Das kann man auch hier schlecht suchen, muss ich ehrlicherweise sagen. War das hier? Nee, da war es nicht. Da war es nicht. Hier war es, oder? Nee, das ist die Küche. Das war die Küche. Das war es auch nicht. Und hier wird weiter schon gebaut, aber es dauert sehr lange. Dann war es hier auch nicht. Dann bleibt ja eigentlich nur noch hier. Holzfällerlager. Kleine Schmiede. Kohlehügel. Lagerfeuer. Nee. Also doch auf der Hauptinsel hier vielleicht. Apotheke. Da haben wir es hingebaut, ne? Genau, Betonmischer. Da haben wir es hingebaut. Und wenn wir 60 Forschungspunkte haben, können wir das upgraden. Das ist doch gut, weil Beton brauchen wir offensichtlich gerade viel. Jetzt haben wir gleich 60 Punkte. Und ich glaube, als nächstes müssen wir dann das Krankenhaus mal upgraden. Oder vielleicht mache ich das zuerst auch. Hier, Klinik. Da bräuchten wir ein bisschen Metall. Ja, ich glaube nicht, dass das was hilft, weil diese Klinik ist wahrscheinlich nur so ausgelegt, dass sie dann mehr Menschen... Aber wir haben nicht so viele Kranke. Das ist eigentlich okay. Wir sind hier anderen Menschen begegnet. Sie will uns gerne anschließen. Ja, lade sie zu uns ein und sie sollen noch keinen Clan angehören. Sie möchten sich uns gerne anschließen. Du kannst einen Clan wählen, dem die meisten beitreten sollen. Aber sie selbst sollten die endgültige Entscheidung treffen. Genau, ich möchte gerne die hier sind. Das waren, glaube ich, die hier, oder? Die Residents waren das. Ich glaube, es waren die Residents. Die sind unten. Das könnten auch die Überlebenden sein. Kann ich das irgendwie nachgucken, bevor ich das entscheide? Ich glaube, ich kann es nicht nachgucken, ne? Aber die sind auf gar keinen Fall. Die auch nicht. Die auch nicht. Das sind eins von den beiden. Ich glaube, das sind die mit der Schmiede. Also sind es die hier, die Residents. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ich schau mal. War das richtig? Sind die hier? Ja, das war's, ne? Genau, das sind die hier. Gut, dann können wir die gleich mal hier reinpacken in das Lager. Hä? Achso, es haben sich nicht alle dem Clan angeschlossen. Ja, dann müssen wir die rumschicken. Und zwar müssen diese Leute hin mit
Überlebende von Oak Hill, okay. Das sollte ja leicht gehen. So, nach dort die Überlebenden von Oak Hill. Das sind die hier. Das sind 6 Stück. Gut, die schon mal wegschicken. Dann haben wir die da. Dann schicken wir nach da unten die hier. So. Gut. Dann schicken wir auf die Hauptinsel die hier. 3 Stück. Jawohl. Und dann schicken wir noch. Dann schicken wir noch hier ganz runter auf Entenplatz die hier. Das sind auch 6 Stück. Okay. So. Dann müsste jetzt eigentlich passen, dass hier wieder nur die Leute sind, die da hingehören. Ich lasse mal kurz die Zeit ein bisschen weiterlaufen, damit die sich da verdünnisieren und rüber marschieren. Es gibt keinen freien Platz mehr für Plastik. Okay. Was ist denn mit euch los? Zurück nach Hause, ne? Ja. Zurück nach Hause. Die haben alles geholt. Ja. Hier könnten wir sogar ein angepasstes Lagerhaus machen. Könnten wir sogar aufwerten hier. Gar nicht so blöd. Ja, wenn ich jetzt noch einen Clan finden würde, dann würde ich hier tatsächlich nochmal eine Kolonie aufmachen. Aber irgendwie nicht, ne? Gut. Also keinen freien Plastikplatz mehr. Aber das können wir klären, indem wir hier mal upgraden zum großen Lagerhaus. Zack. So, dann haben wir hier ein paar Arbeitslose, 30 Stück. Und die wollte ich ja eigentlich gerade eben schon einplanen. Aber das hat nicht funktioniert. Jetzt funktioniert's. So, können wir nämlich hier voll machen. Gut, und dann haben wir, ich weiß nicht, wie viele Arbeitslose es noch sind. 12 steht jetzt hier. Ja, was haben die denn hier noch? Dann könntet ihr nämlich mal hier erkunden, was hier noch so ist. Ja, und ihr könnt auch sammeln natürlich. Da gibt es auch einiges zum Sammeln. Holz, Müll und so weiter. Oh, schaut mal, hier brauchen wir Dietriche. Gibt es noch mehr Plastik, aber auch... Ah, schaut mal, das kann man zum Beispiel durchsuchen. Da kann man eine angepasste Insektenfarm draus machen. Gar nicht schlecht. Die macht dann aber aus Sojabohnen essen. Wir haben keine Sojabohnen, das ist ein bisschen das Problem. Naja, macht erstmal weiter. So, 60 Forschungspunkte sind zusammen. Und was wollte ich dann nochmal holen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, hier die Zementwerke, ne? Genau, die Zementwerke wollten wir weiterentwickeln. Zusätzliche Betonarbeit und dann haben wir die Zementfabrik. So, die Zementwerke gibt es auf der Hauptinsel, hier. Dafür brauchen wir aber 30 Bretter, die haben wir sogar. 20 Plastik haben wir auch und 30 Stahl. 30 Stahl haben wir nicht. Also muss man als nächstes die Schmiede mal upgraden. Da haben wir immer die kleine Schmiede. Ja, mache ich als nächstes mal die Schmiede. Wie viel brauchen wir da? Wie viele Punkte? Für die Schmiede. Die Schmiede, hier ist sie, oder? Ja. Dafür brauchen wir 50 Punkte. Uiuiui. Also es wird schon langsam alles ein bisschen teurer. Wie ihr seht. 29 Obdachlose, stimmt, da müssen wir auch noch was machen. Kann man dann hier irgendwann mal was upgraden zu einem Haus? Eigentlich nicht, ne? Ne. Das können wir auch durchsuchen. Dann baut doch mal Häuser. Überleben, oder? Überleben, nein. Erkunden. Wohlergehen. Wohlergehen, Baracke, genau. Baracke. Zack. Zack. Dann bauen wir hier noch 2 hin. Wir brauchen noch ein paar mehr. Ich mache mir hier mal gleich mal 4 hin. Die Frage ist, wollen wir da noch eine Schmiede bauen? Ein Sortierhaus. Gibt es hier. Oh ja, schaut mal, hier gibt es Müll. Da müssten wir dieses Ding hier wegkriegen. Ich weiß nicht, ob wir das komplett wegkriegen. Und da mal für den Müll vernünftig was hinzustellen. Ja, müssen wir mal schauen. Husten! Ah, jetzt haben wir extra endlich die Kranken so ein bisschen und da kommt zunächst mit Husten. Das ist schlecht.
Errichte ein kleines Lagerhaus auf einer Insel mit einer Turbine, liest die Baupläne zum Kraftwerk der Wiedergeburt. Wo ist denn eine Turbine? Wo ist denn eine Turbine? Also hier will ich auf jeden Fall hin, dahinter. Das ist ganz klar. Um das hier zu erkunden und die Baupläne zu holen. Das ist eine Turbine? Nein, Kraftwerkszelle. Ah, ist schon wieder die Seuche ausgebrochen. Das gibt's doch nicht. Also irgendwie Seuche hier, die ganze Zeit Seuche. Ist hier eine Turbine? Ich weiß es nicht. Da steht zerstörtes Kraftwerk. Doch, das ist eine alte Turbine. Also sollen wir hier auf der Insel auf jeden Fall ein Ding machen. Wer könnte das denn mal machen? Ja, im Prinzip müssen das die hier machen. Ja, das müssen die hier machen. Die haben ja auch 72 Leute, also die können ein paar entbehren, würde ich sagen. Sind die schon angekommen? Sind die da vorne schon angekommen? Ne, die sind noch nicht angekommen. Wo sind die denn gerade alle? Die sind gerade hier, okay. Ja, es dauert noch, bis die ankommen. Verstehe. Ist verständlich. Gut, sind die schon angekommen hier? Die sind auch noch nicht angekommen, ne? Die sind, glaube ich, gerade da. Ja, da laufen sie gerade. Ich glaube, wir kriegen da sogar eine Nachricht, wenn die ankommen. Müsste eigentlich. Wir müssten eigentlich eine Nachricht bekommen. Einer ist noch krank, sehr gut. Das sollten wir doch hinbekommen. Eine Person ist noch krank. Gut, hier wird gebaut. Freischalten und durchsuchen mit Elektrochips. Wie viele Elektrochips haben wir denn? Hier. Einmal Schwäche, einmal Fieber. Das ist schlecht. So, also Elektrochips. Haben wir einen. Da müssen wir uns gut überlegen, wo wir den einsetzen. Da brauchen wir Seile. Für Seile haben wir auch einen. Na gut. Hier brauchen wir zum Beispiel einen Elektrochip. Dann nehme ich ihn über den, weil da kriegen wir auch Dietriche. So. Und dann kriegen wir das Ding hier vielleicht auch weg. Das wäre gar nicht schlecht. Da brauchen wir auch Elektrochips. Da brauchen wir Seile. So, wie schaut es denn da unten aus? Na, immer noch nicht. Das dauert ja ewig. Dauert echt ewig. Können wir da noch ein paar mehr stelzen? Warte mal, warte mal. Ich würde das hier gerne noch verlängern. Nee, schaut, hier geht es irgendwie nicht. Und hier geht es auch nicht zum Rüberbauen. Nee, geht nicht. Ich mache hier nochmal eine Reihe, damit auf jeden Fall auch unser Lager hinpasst. So. Obwohl die halt 15 Leute haben, dauert das trotzdem so unglaublich lang. Wahnsinn, echt. Wir können es nicht upgraden, weil wir nicht genug Ressourcen haben. Ach, 30 Beton brauchen wir da, wow. 30 Beton, nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt können wir hier eine neue Expedition vorbereiten. Die nehmen wir für 5 Tage mit und gehen dahinter, hier. Da möchte ich gerne hin. Ja, genau, einfach da. Zack. Da bin ich mal gespannt. So, die Umsiedlung ist fertig. Und zwar nach hier müsste es sein. Nach hier. Stimmt das? Ja. Gut. Dann könnten wir nämlich hier bald auch die Schmiede upgraden, aber sie hat keine Materialien. Was fehlt ihr? Es fehlt ihr Kohle. Das heißt, wir müssten eigentlich den Kohlehügel vorher mal upgraden, weil Holz haben wir eigentlich genug. Also Kohlehügel upgraden. Wie schaut es denn mit Kohle aus? Wo kriegen wir denn hier? Kohleofen. Kohleofen upgraden. Ja. Kohleofen upgraden. Dann könnten wir hier einen Kohleofen. Und dann können wir noch einen zweiten Kohleofen vielleicht hier bauen. Geht das? Hier, Kohleofen. Haben wir doch hier einen hin. Zack. Dann können wir hier vielleicht auch noch einen Weg bauen, einen Pfad bauen, von den Häusern hier rüber und dann hier hoch. Ja, irgendwie so. So. Und dann hier auch rüber zu unserem Hauptbereich da drüben. So. Wie schaut es mit dem Essen aus? Im Essen schaut es wunderbar aus. 9 Obdachlose haben wir noch. Die sollte sich auch bald klären. Ja, auch die Häuser würde ich ganz gerne dann mal upgraden. Das muss man auch mal erforschen.
Ja, Beton haben wir inzwischen, ja. So, hier wird der Kohleofen. Genau, hier wird der Kohleofen gebaut. Da brauchen wir auch. Da brauchen wir auch Metall. Definitiv. Schrott braucht man halt sehr viel. Schrott sammelt ihr. Ja, gut. Suche abbrechen. Ach, Bretter sind wir schon voll. Ja, Bretter sind wir voll. Wahnsinn. Wahnsinn. Da schreibt er auch gerade, es gibt keinen freien Platz für Bretter. Was nie alles gibt. So, das Ding könnten wir eigentlich auch mal durchsuchen. Und hier, ja, da bräuchte man Dietriche und so Zeugs. Da müssen wir auch mal forschen, dass wir das mal selber herstellen können, ne? Dietriche und so. Auch das würde ich ganz gerne mal erforschen. Aber dauert noch. Seile, genau. Seile können wir dann selber herstellen. Dietriche können wir ja selber herstellen. Das wäre schon gut, wenn wir das hinbekämen. So, sind die gerade unterwegs oder sind die wirklich arbeitslos? Das ist immer so die Frage. Ich glaube, die sind noch unterwegs. Ich guck mal ganz kurz. Wenn ich hier drauf drücke, so muss ich das ja eigentlich sehen. Also hier ist auf jeden Fall noch mal jemand unterwegs nach da. Und nach da ist jemand unterwegs. Ne, die sind jetzt angekommen. Okay. Die sind angekommen, die könnte ich hier in den Recyclinghof packen. Aber ich glaube, hier sind sie besser aufgehoben. So. Gut. Forschungsinstitut, die Menschen leben zu weit weg. Wo denn? Da hinten. Ach Quatsch, die leben überhaupt nicht zu weit weg. Das sind gleich Häuser daneben. So, die müssten eigentlich auch schon angekommen sein, wenn ich das richtig interpretiert habe. Aber die sind eh alle arbeitslos. Beziehungsweise alle Jobs sind hier besetzt, da kann man eh nichts machen. Gut, sind die schon da? Die Damen und Herren dort hinten? Nein, aber sie sind gleich da. Okay. So, Kohleofen wurde errichtet, das freut mich sehr. Können wir nicht keine Leute mehr reinpacken, aber sie sind schneller auf jeden Fall, die arbeiten schneller. Das ist fantastisch, sodass die Kohle schneller produziert werden sollte. Und da haben wir einen zweiten Kohleofen noch gebaut, ne? Wir bauen ihn gerade. Wir bauen ihn gerade, ja. So, Pfadfinderlager ist da. Hier hört die Karte auf, deswegen kommen wir da nicht hin. Aber hier können wir schon mal rein und das Zeug uns holen. Perfekt. Da bin ich gespannt, ob wir die Schlüsselkarte bekommen. Wieder Leute erkrankt. Eieieiei. Eieieiei. Da sollten wir wirklich jetzt mal das Krankenhaus erforschen. Das ist ja ein Trauerspiel. Hier gibt es Schrott. Hier gibt es Schrott zu sammeln. Können wir denn das hier mal verbinden eigentlich? Oder ist das sogar verbunden? Ich schau mal kurz. Ne, das können wir nicht verbinden. Hier könnten wir bauen, aber mit dem Verbinden, das ist irgendwie... Das ist irgendwie nicht so einfach, wie es ausschaut. Und hier können wir auch nichts bauen. Wir könnten hier... Hier? Ne, ne, das geht nicht. Ne, es geht nicht so einfach. Geht nicht so einfach. So, wie schaut es da aus? Recycling, Küche, passt alles. Essen haben wir wunderbar, Nahrung haben wir auch, Wasser haben wir auch. Nur das mit der Schwäche, das ist ein bisschen ein Problem. So, 39 Forschungspunkte. Oh, was ist jetzt los? Sehr gut, Baupläne gefunden. Endlich haben wir sie gefunden, die Baupläne für das Kraftwerk der Wiedergeburt. Mit Hilfe dieser Baupläne können wir das System des Kraftwerks reparieren. Es wäre glatt lohnen, wenn ich sagen würde, dass ich aufgeregt bin. Das ist der Moment, von dem ich so viele Jahre geträumt habe. Sehr schön, wunderbar. Dann holt euch mal den Rest hier noch raus. Und dann erkundet ein bisschen, würde ich fast vorschlagen. Wir erkunden hier mal. Riesiges Gebiet hier, ne? So, was ist das hier? Aha, hier können wir nach Leuten suchen. Theoretisch. Ja, jetzt geht das Essen wieder nach unten, also da müssen wir aufpassen, dass wir da ein gutes Mittelmaß bekommen oder behalten können. Hier sind ja noch 5 Leute arbeitslos, also hier könnten wir tatsächlich doch nochmal eine Muschelstation bauen. Nee, Freizeit ist es nicht, der Kunden ist es auch nicht. Hier, Muschelfarm. Kriegen wir hier noch eine hin? Da hinten doch, oder? Weil da sind wir ziemlich weit weg.
Vom Schuss hier würden wir eine hinbekommen. Dann bauen wir doch hier noch eine hin. Ja, machen wir das. Dann können wir die gleich auf den entsprechenden Doppelfiltriermodus einstellen, genau. Ach, schaut mal, die sind auf Standardmodus, deswegen. Ich dachte mir doch, da stimmt doch was nicht. Alle bitte in Doppelfiltriermodus gehen. Okay, gut. Passt, hier kommen die weiteren Leute an. Können wir die hier gleich in die Muschelfabriken reinpacken? Ich glaube, ja, das können wir machen, sobald die hier angekommen sind. 6 Stück sind es, das müsste auch genau aufgehen. Ja, nee, nicht ganz genau, hier passen 4 rein. 1, 2, 3, 4 und dann machen wir noch einen. Weiß nicht, hier. Oder da. Oder da. Da. So. Wunderbar. So, wir brauchen mehr Beton. Wir brauchen tatsächlich mehr Beton. Das wollten wir auch erforschen, ne? 61 Punkte haben wir. Sollte doch möglich sein. Ja, das haben wir geholt. Wohlergehen. Nee, Wohlergehen ist nicht das Richtige. Hier. Zementwerke haben wir schon erforscht. Die Schmiede wollte ich machen. Die Schmiede wollten wir machen. Genau, dann werden wir Metall bekommen. So machen wir das jetzt auch. So machen wir das jetzt auch. Und dann können wir die auch gleich upgraden. Ich hoffe doch. Nein, da fehlt uns ein bisschen Kohle. Da fehlt uns Kohle, ja. Das geht im Moment nicht. Der verbraucht aber auch die ganze Kohle. Der Rest geht, ne? Der Rest geht. Ja, der Rest würde gehen. Das heißt, wir müssen die mal ganz kurz Produktion anhalten machen, um die Kohle anzusammeln. Ich merke schon. Eine Baracke errichtet, ist super. Viele sind aber immer noch krank. Ja, als nächstes müssen wir mal die Häuser erforschen, damit wir da erweitern können. So, da sammeln wir noch das Zeug ein. Da könnten wir noch nach Leuten suchen und nach Dietrichen. Haben wir das doch, warum nicht? Wo sollen die Leute hin? Natürlich zu unserem Hauptstamm, weil wir dort dann die Leute dann wegschicken. Und eine zweite, und eine fünfte Kolonie ist das, glaube ich, dann. Die Kraftwerkskolonie nenne ich den dann mal. Zu errichten. So, was ist hier? Hier sind auch Leute. Globale Bestandsgrenze erreicht? Nein. Ach so, von dem hier. Vom Plastik, ja. Komm, da könnt ihr auch noch suchen. Und hier ist auch noch was Interessantes. Ja, so viel können wir aber nicht mitnehmen. So, 8 Leute sind noch. 8 Leute sind noch obdachlos. Wie schaut es denn mit dem Haus aus? Wo ist denn das Haus? Hier bei Wohlergehen, genau da ist das Haus. 25 brauchen wir dafür. Und da gibt es noch das Wohnheim für 8 Leute. Ah, 7 Leute und 8 Leute. Na gut. Kriegen wir hin. Ja, hier sammeln wir auch Stahl für den Kohleofen. Das wäre cool, wenn wir dann einen zweiten Kohleofen hätten. Als Oberhaupt musst du die Verantwortung für die Kranken in der Siedlung übernehmen. Ja, machen wir doch schon. Es sind doch schon nur noch 7. Ist doch schon viel weniger. Ist doch schon viel weniger geworden. Wir sind doch auf einem guten Weg. Hier gäbe es Essen und einen Elektrochip. Ja, hier gibt es sogar TNT. Auch nicht schlecht. Da gibt es überall ungefähr das gleiche. Also müssten wir wirklich jetzt mal Seile herstellen. Das wäre auch wichtig. So, wir haben noch 4 Obdachlose. Die verstehen sich irgendwie untereinander nicht besonders gut, aber das kennen wir schon, das Problem. So, wie schaut es denn hier aus? Ihr habt noch für 2 Tage Essen und könnt noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, dann sucht doch mal nach den Leuten. Hier gibt es sehr viele interessante Orte, merke ich gerade, in diesem zerstörten Stadion. Kann man viel sich anschauen. Sehr gut. Oh, wir haben den Kohleofen errichtet. Das ist fantastisch. 4 Menschen werden dort arbeiten. Das ist richtig gut. Arbeitslose, wie schaut es mit Arbeitslosen aus? Da hinten haben wir noch einen Arbeitslosen. Wie kriegen wir den unter? Den kriegen wir unter, indem hier.
Genau. Dann haben wir bei denen drei Arbeitslose. Was können wir mit denen noch machen? Ach ja, deshalb, weil wir hier Stopp gemacht haben. Deswegen haben wir drei Arbeitslose. Das können wir also ignorieren. Dann haben wir hier unten noch einen Arbeitslosen. Da habe ich eine weitere Muschelfarm gebaut, ne? Genau. Da sind wir jetzt auch wieder im Plus, was das Essen angeht, aber nur knapp im Plus. Also können wir vielleicht noch eine bauen. So. Genau. Und die anderen haben alle Arbeit. Außer hier. Da haben wir noch acht Arbeitslose. Dann könnten wir eventuell auch noch jemanden brauchen. Ich soll auch nochmal eine Muschelfarm bauen. Warum denn nicht? Wir können die Muschelfarm ja auch kurzfristig wieder schließen, wenn wir merken, dass wir zu viel davon haben. Haben wir eigentlich das inzwischen? Ja, genau. Wir müssen ja hier auch mal unsere Punkte einsetzen. Habe ich das eigentlich inzwischen gemacht, dass es automatisch geht? Bezirksautonomie, ja, habe ich gemacht. Personen werden automatisch entsprechend den Bedürfnissen der Gemeinschaft einem Arbeitsplatz zugewiesen, gilt für alle Gebäude im Bezirk. Funktion verfügbar in der Bezirksverwaltung. Funktion verfügbar in der Bezirksverwaltung. Ja, das werde ich mal anschalten, oder? Das werden wir mal anschalten. Und jetzt, was können wir denn machen? Was können wir denn hier machen? Wir könnten die Kapellen erforschen. Verwendet Kräuter für den Betrieb. Also unsere Kräuter werden dadurch weniger, aber Kräuter haben wir eh viele, oder? Kräuter haben wir 1,2, 1200. Ja, das wäre möglich. Dann hätten wir die Spielehallen. Erhöht die Kriminalitätsauswirkungen, das Rathaus. Wenn die allgemeine Unruhe höher als 30 ist, werden die Klanbeziehungen bei jeder Änderung um minus 1 verändert. Wenn sie geringer als 30 ist, werden die Klanbeziehungen bei jeder Änderung um plus 1 verändert. Das hört sich doch gut an, ein Rathaus bauen, oder? Wollen wir in ein Rathaus kommen? Wir bauen ein Rathaus. So, und jetzt wollte ich noch bei den Bezirksanstellungen das so machen, dass die Leute automatisch. Bezirksanstellungen müssten hier sein. Hier. Wenn die Automatisierung aktiv ist, werden alle Personen im Bezirk automatisch auf die für sie am besten geeigneten Arbeitsplätze verteilt. Die Zuweisung der Arbeitsplätze erfolgt während der Ruhezeiten und beim Umsiedeln. Machen wir das doch. So, das ist der erste Bezirk. Das war für Grabbenstätte. Wir müssen das für jede Einzel machen, oder? Ich glaube schon. Für Aalstelle. Für Entenplatz. Und für Muschelrevier. Genau. Wunderbar. Dann sollte das automatisch so umverteilt werden, dass sie ideal verteilt sind. Das ist doch super. Also ich hoffe, dass es klappt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es klappt, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. So, da holen sie sich noch Leute. Das ist fantastisch. Und 29 Punkte. Ich weiß nicht, wie viel brauchte ich nochmal für das Haus? Ich habe es schon wieder vergessen. Also können wir uns das Haus holen und als nächstes dann das Wohnheim. Dafür brauchen wir dann 30. Gut, 25. Wir müssen nämlich hier upgraden, definitiv, weil hier kommen gleich ein paar mehr Leute. Also, Baracke können wir noch nicht upgraden. Warum nicht? Können wir die Baracke nicht zum Haus upgraden? Geht das nicht? Das ist ja blöd. In diesen Ruinen verstecken sich Menschen. Sie würden sich uns gerne anschließen, aber wollen keinen Unmut verbrauchen. Wir brauchen daher genug Trinkwasser, damit niemand seine Ration teilen muss. Es gibt Wasser für alle, genau. Wir haben Leute getroffen, die sollen zu den Berghuts. Genau, die sollen zu den Berghuts gehen. Sehr gut. Ja, jetzt haben sie natürlich nicht mehr genug zu essen, ne? Weil wir so viele Leute getroffen haben, aber wir holen uns die jetzt auch noch. Ja, ladet sie zu uns ein. Und auch die sollen zu den Berghuts gehen. So. Und dann würde ich sagen, zurück nach Hause. Das hilft nichts. Zurück nach Hause. Weil wir jetzt ganz viele Leute dabei haben. Ja, das packt die natürlich jetzt hier voll. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist mit dem Selbstverwalten, Selbstverteilen. Keine Ahnung, ob der das sinnvoll macht oder ob der das nicht sinnvoll macht. Die Schmiede braucht 100, wir haben immer noch 0 Kohle. Wer verbraucht denn noch die Kohle? Ich weiß nicht, wer die Kohle noch so verbraucht, die wir herstellen. Aber wir stellen auf jeden Fall einen Haufen Kohle her. Schaut mal. Mittlere. Ah, hier können wir die Priorität festsetzen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, ich mache mal kurz Pause, weil die kommen jetzt da hinten automatisch an. Unser Wasser geht nämlich zur Neige. Warum sind denn hier beim Wasser nicht alle Plätze besetzt? Das ist ein bisschen blöd. Apropos Wasser, ich schenke mal was zu trinken. Ja. Warum sind beim Wasser nicht alle Plätze besetzt, wenn unser Wasser zur Neige geht? Das macht ja irgendwie keinen Sinn.
Ich meine, es geht nicht wirklich zur Neige. Wir haben noch genug übrig, aber auf lange Sicht. Auf lange Sicht schaut das eher nicht so gut aus. Sonst muss ich eventuell wieder auf manuelle Verteilung gehen. Und warum kann ich die Baracke nicht upgraden? Da muss ich neue Häuser bauen, wie es auch schaut. Sind das extra Häuser? Schmiede, ja, kennen wir. Ah, genau. Haus ist was Extriges. Blockhütte und Haus. Blockhütte hat 6 und Haus hat 7. Baracke hat 5. Okay. Also, dann können wir hier noch ein paar Häuserchen bauen. Bauen wir doch hier mal eins hin. Und hier eins hin. Ja, ich brauche hier einige jetzt. Wie wäre es denn hier zwischenrein? Geht, ne? Ja, geht gut. So, ich weiß nicht, 3 reicht das jetzt erstmal? Ich glaube nicht. Oh, hier noch eins. So. Dann brauchen wir, wo war denn das? Hier, ne? Genau, hier war noch Arbeits... Obdachlose, bauen wir hier noch ein Haus. Und dann soll es aber eigentlich passen. Gut. Unsere Kräuter gehen zur Neige. Minus 80 pro Tag, das macht mir schon Sorge. Das war, glaube ich, die Apotheke hier, die Kräuter... Nee, die Apotheke war es nicht. Das war das Wildbeuterhaus, richtig? Das kann sich auch Kräuter schnappen. Da oben sind Kräuter. Hier. Dann bauen wir doch hier mal ein Wildbeuterhaus. Und zwar Kräutersammelmodus. Genau. Gut, weiter. So, hier ist auch Wasser. Gut, wie schaut's aus mit euch? Die bauen hier gerade ab, ne? Ah, das dauert noch kurz, die müssen noch warten. Auf die letzten, die hier kommen. Ja, die Suche können wir abbrechen. Ja, haben sie ihr gemacht, okay. Haben sie ihr gemacht. 15 Kranke haben wir schon wieder. Eieieiei. Ein Haus haben wir errichtet, das gefällt mir gut. Und dann sollten wir auch hier oben noch einmal upgraden, wenn wir dann die 30 voll haben. Oder wir machen es doch, wir machen es hier. Wir machen es hier. Das große Lagerhaus bitte. Wir machen erstmal Hauptinsel. Also Insel für Insel. Insel für Insel. Ich hoffe, wir kriegen bald mehr Beton. Das wäre gut. Das Essen darf uns halt nicht ausgehen, aber das schaut ganz gut aus. So, hier braucht man 100 Kohle. Wie fahren wir denn inzwischen 30? Ja, auch die wird mehr. Die Kohle wird auch mehr. Auch gut. So, zerstört das Gebäude. Sobald die jetzt da sind... Müssen wir erstmal die ganzen Leute umschiffen. Weil da werden sicherlich ein paar nicht zu uns wollen. Da seht ihr schon, 59 kommen hierher, wow. Okay. Die können dann hier die ganzen Arbeitsplätze auffüllen, die hier noch leer sind. Zum Beispiel auch bei dem Wasser. Metall wird trotzdem mehr, wo die Schmiede stillgelegt ist. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Vollständig von Krankheit erholt, sehe ich gern. So, Tierhaus leben die Leute zu weit weg. Meine Leute und Berghut 3 sollten getrennt werden, sonst verschlechtert sich die Lage. Ja, die werden ja auch getrennt. Die werden doch auch getrennt. So, wir haben schon wieder die Möglichkeit zu forschen. Das Wohnheim zum Beispiel zu erforschen. Okay, Strombetrieben können wir auch machen. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal die Klinik erforschen. Ja, machen wir erstmal die Klinik. Und dann möchte ich wirklich ganz gerne hier unten mal die Gerüstproduktion und dann in diese Richtung, Seilherstellung und so. Das werden wir jetzt mal machen. Das werden wir jetzt mal machen. Klinik. Ich glaube, hier ist niemand krank, oder? Schaut mal kurz, wo die Kranken sind. Die Kranken. Ich glaube, hier ist tatsächlich niemand krank. Hier unten ist jemand krank, oder? Schaut das so aus? Nee. Doch, das sind die Obdachlosen. Ich möchte ja die Kranken. Hier ist niemand krank.
Da oben sind die Kranken, okay. Das Tier brauchen wir dringend im Krankenhaus. Ich glaube, die haben hier gar keins. Sehe ich gerade. Und hier ist noch jemand krank, okay. Also die meisten, die krank sind, sind tatsächlich da oben. Und das macht auch Sinn, weil die hier kein Krankenhaus haben. Dann sollten wir sofort eins bauen. Hier eine Klinik, genau. Wir bauen hier sofort eine Klinik hin. Hier hin. Am besten an dem Pfad hier. So. Gut, ihr kriegt eine Klinik. Und dann sehe ich, dass hier unten noch ein Haus hin muss. Das bauen wir mal gleich. Möglichst da an die Muschelfabrik. Dann kann die nämlich da auch gleich schlafen, die Leute. Warum wird denn die Forschung hier nicht? Komm, die Forschung. Höhere Prio. Die Forschung kriegt bei uns eine hohe Prio. So, sind die angekommen? Ne, sind noch nicht angekommen. Da befinden sie sich, okay. 10 Infizierte. Ja, es hört überhaupt nicht mehr auf hier, ne? Hört überhaupt nicht mehr auf mit den ganzen Infizierten. Aber wir kriegen das schon hin. Schaut mal, es sind immer noch 3 Leute nur da drin, in den Forschungszentren. Also Forschung ist hier nicht gerade große Priorität. So, jetzt Erkundung möchte ich ganz gerne in die Seilherstellung gehen. Wie funktioniert denn das jetzt? Also, die folgenden Gebäude erhalten einen neuen Betriebsmodus. Holzverarbeitungsanlage, Sägemühle und Sägewerk legt den Schwerpunkt auf die Herstellung von Gerüsten, um selbst instabile Bereiche zu erreichen. Die folgenden Gebäude erhalten einen neuen Betriebsmodus. Kunststoffrecyclinganlage, Kunststoffrecyclingwerk und Kunststoffrecyclingfabrik. Aha, also im Kunststoffbereich. Kunststoff haben wir ja ziemlich viel. Also können wir da kurz mal Seile herstellen. Hier ist Kunststoff, ne? Seil herstellen, bitte. Dann, wo ist denn unser anderes Krankenhaus? Ist das hier, ne? Dann werden wir das als nächstes upgraden. Sind die da? Die sind gleich da. Okay, sobald sie da sind, wird hier Chaos ausbrechen, weil die ganzen Leute sich dann da verteilen. Da müssen wir die umverteilen. So. Gut, ich verteile die Leute mal um. Von der Aalstelle zum Entenplatz wollen die hier, ne? Genau, 13 Stück. Gut, machen wir. Zack. Dann von der Aalstelle zum Möwenmoor und die hier. Auch 13 Stück. Kann ich das auch noch anklicken hier? Krabbenstätte? Ja, kann ich machen. Da wollen die Residenz hin. Das sind 9 Stück. Und hier unten zum Muschelrevier wollen die hier. Das sind 8 Stück. So, damit müssen die wieder getrennt sein. Hier haben wir 131. Das bedeutet, wir können jetzt wunderbar eine neue Kolonie aufmachen. Da oben. Hier. Um das Kraftwerk zu betreiben. Das ist auch super. Gut, die Häuser sind hier schon fertig. Die sind schon fertig, ne? Die habe ich schon fertig gebaut. Sind die Häuser hier unten auch schon fertig? Ich glaube ja. Ja, sind auch schon fertig. Wo sind denn dann die Obdachlosen, bitte? Wo sind die Obdachlosen immer noch hier? Nee. Nee. Hier sind inzwischen die Obdachlosen. Boah, man hat noch 2 Häuserchen. Hier zum Beispiel noch eins hin. Zack, zack. So, einfach nochmal 2 Häuser. Sollte reichen. Gut, Essen geht rapide nach unten. Aber da wir ja hier jetzt auch so viele Leute haben, könnten wir hier auch noch mal so eine Muschelding bauen. Eine Muschelfarm. Passt hier noch eine hin? Ja, hier passt eine wunderbare Muschelfarm hin. Zack. Zack. 3 Stück. Und alle 3 bitte auf den Doppelfiltriermodus. Sehr gut. Wir haben 5 Forschungspunkte. Wie viele Seile haben wir denn jetzt schon hergestellt? Haben wir schon Seile hergestellt? Ein Seil haben wir hergestellt. Bisher. Aber immerhin, die kann man doch jetzt mal einsetzen, die Seile, oder? Hier zum Beispiel, das Suchen mit Seilen. Perfekt.
Machen wir das doch einfach mal. Hier haben wir eh genug Leute. Die dürfen hier ruhig. Ja, Forschung ist jetzt wieder auf 5, ist auch gut. Das ist, glaube ich, bei Erkunden, ne? Genau. Hier unten. Hallo? Komme ich hier runter, bitte? TNT brauchen wir nicht. Wir brauchen Elektrochips. Das ist in der Forschungseinrichtung. Okay. Ja, bitte. Und Dietrich-Produktion wäre in der Schmiede dann. Wir haben fast 100. Leute, wir haben fast 100. Elektrochip-Herstellung, ja. Oh, da brauchen wir Stahl. Da brauchen wir Stahl. Haben wir gerade nicht, ne? Haben wir gerade nicht. Haben wir gerade nicht. Ja, Stahl haben wir gerade nicht wirklich. Ja, ein bisschen Stahl haben wir schon. Aber da die Schmiede gerade außer Funktion ist, lasse ich das mal. So, jetzt haben wir... Ah, nee, immer noch nicht. Immer noch nicht 100. So, es ist keiner mehr obdachlos. Das gefällt mir. Dann schicken wir doch mal... Essen und Trinken haben wir genug. Schicken wir doch mal... Die brauchen nur für 3. Sie müssen aber Baumaterialien mitnehmen. Und die sollen dann hier eine neue Kolonie gründen. Genau. Hier gibt es auch gleich Essen. Das ist gut. Das können sie dann gleich ausnutzen. Das ist doch fantastisch. Das können wir dann anpassen für Arbeitskräfte 20. Angepasstes Lagerhaus kann eine Menge Güter lagern. Aha. Naja, gut. Gut, dann ist die Expedition unterwegs da hoch. Das ist doch super. Dann können wir nämlich das zweite auch gleich machen. Also auch gleich erledigen. Ah, warte mal. Wir hatten doch gerade mehr Kohle. Wo ist denn die Kohle jetzt hin? Wer verbraucht denn hier noch Kohle? Das gibt's doch nicht. Irgendjemand verbraucht hier Kohle. Du produzierst Kohle. Wer könnte denn noch Kohle verbrauchen? Der Kohleofen produziert Kohle. Der macht Seile. Lagerfeuer? Nee. Nee, Sägewerk? Nee. Verbraucht keine Kohle. Ich schau mal hier. Hier müsste man das eigentlich sehen. Funkturm, Sortierhaus, Kantine, Lagerfeuer. Lagerfeuer vielleicht. Das könnte vielleicht Kohle verbrauchen, aber ich glaube eher nicht. Der Betonmischer. Der Betonmischer, der aber eigentlich auch nicht, oder? Nee, er verbraucht auch keine Kohle. Wer verbraucht hier Kohle? Verstehe ich nicht. Oder haben wir irgendwo noch eine Schmiede gebaut? Aber ich glaube nicht. Das Ding da unten ist fertig, okay. Die Küche verbraucht keine Kohle. Krankenhaus eh nicht. Hier produzieren wir Kohle. Ein Kohleofen. Braucht aber Holz. Oh, Holz ist uns ausgegangen. Okay. Dann würde ich fast sagen, wir bauen hier nochmal eine zweite. Das ist ein Wildbeutehaus. Dann bauen wir hier doch auch noch ein Holzfällerlager hin. Hier, da, da. Hier wäre ein gutes Holzfällerlager. Zack. Braucht hier jemand Kohle? Ich meine, das ist ein Muschellager. Das verbraucht auch keine Kohle. Verstehe ich nicht, wer hier die Kohle verbraucht. Sehen wir das hier irgendwie? Wird von Kraftwerken zur Stromerzeugung oder von Schmieden zur Herstellung von Metall aus Schrott verwendet? Jetzt sagt bloß, die Schmiede bekommt es. Ja, schaut mal. Die Schmiede läuft. Die Schmiede läuft. Wer hat denn die Schmiede jetzt angeschaltet, bitteschön? Ja, dann macht es ja, dann ist ja klar, dass die, wenn die Schmiede läuft, dass die Kohle verbraucht wird, dann ist es ja klar. Eieieiei. So, wie schaut es mit unseren Seilen aus? Wir haben ein Seil, okay. Wir haben ein weiteres Seil. Dann schnappen wir uns auch mal das Zeug hier. Und wir können wieder forschen. Wohnheim wäre eine Möglichkeit. Dafür brauchen wir mal Beton. Beton haben wir im Moment nicht so viel. Strom machen wir gerade. Dietriche. Dietriche. Ja, das wäre halt Stahl. Das wäre auch bei der Forschung. Und das hier, das Thermit, ist bei der Drogerie. Okay. Hilft uns nicht so viel. Die schwere Kletterausrüstung mache ich jetzt einfach mal, damit wir das fertig haben. Ja, genau. Machen wir das hier mal fertig. Machen wir Erkundungen mal fertig. Das wäre sicherlich nicht schlecht.
Gut, wo seid ihr gerade? Seid ihr schon hinten? Ja, ihr seid gerade hinten. Sehr schön. Lager versetzen. Ne, kleines Lager ausbauen, ja. Kleines Lager ausbauen, dann sollten wir das hier geschafft haben. Was für eine Lage ist fort angekommen. Noch ein Kranker, dafür aber 12 Obdachlose. Wo sind die denn? Wo sind die denn gerade? Können wir uns das mal anschauen. Da nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Hier auch nicht. Da sind sie. Da sind sie. Okay. Ich hatte doch gerade auf Pause gemacht. Da sind die Obdachlosen. Das heißt, hier müssen wir auch noch ein Haus bauen. Wie viele sind es? 15. Haus. Drei Häuser bräuchten wir da. Aber ich baue mal zwei, weil ich hoffe, das Wohnheim ist ein Upgrade vom Haus. Hoffe ich. Zack. Und bauen wir hier noch eins hin, ne? Ja. So. Gut. Und die da oben sind fertig. Jetzt bekommen wir wahrscheinlich hier erstmal eine kleine Nachricht. Ich würde aber auch sofort gleich bei Erkunden ist das nämlich ein Pier bauen wollen. Hier oben wird es gehen. Da wird ein Pier hingehen. Hier geht auch ein Pier hin. Ich würde hier unten ganz gerne einen hinbauen. Da geht er hin. Und da geht er hin. Dann bauen wir doch da den Pier hin. Zack. Sehr gut. Dann können wir nämlich sofort Leute rüberschicken. Achso, ja, und hier sind auch noch Obdachlose. Natürlich. Die brauchen auch ein Haus. Da reicht aber erstmal eins. So. Und die brauchen natürlich auch ein Lagerfeuer oder eine Kantine. Ah, Kantine ist zu teuer, braucht so viel Holz. Es braucht also so viel Holz, dann warten wir das erstmal. Eine neue Expedition. Wir haben noch 15 Forschungspunkte. Wir sind auf dem besten Weg. Die Hauptturbine wird gerade repariert. Es sind aber noch einige Arbeiten nötig, bevor wir sie in Betrieb nehmen können. Und ich werde mir die Entwürfe persönlich genau anschauen müssen. Mach dir keine allzu großen Sorgen, aber in einem Punkt bin ich mir nicht ganz sicher. An welchem Punkt denn, bitteschön? Fehlende Zellen. Das Innenleben der Anlage sieht eigentlich sehr gut aus. Sie ist in einem bemerkenswert guten Zustand. Die Turbine ist fast vollständig funktionsfähig. Wir werden das Gebläse und die Abdeckung ersetzen müssen, was einige Materialien und Zeit in Anspruch nehmen wird. Außerdem müssen wir Ersatz für einige der Einbauten finden, die fehlen oder einfach nicht mehr funktionieren. Sobald wir diese Wasserturbine zum Laufen gebracht haben, können wir damit den modularen Reaktor starten. Finde heraus, wie die Turbine im Kraftwerk der Wiedergeburt funktioniert und stelle die Stromzufuhr zur Turbine her und starte sie. Aha, cool. Kapitel 4, das Bemühen um Strom. Nun das Kraftwerk in Betrieb und versorge die Siedlung mit Strom. Offenbar können wir das Kraftwerk wirklich in Betrieb nehmen und seine Energie für uns nutzbar machen. Bis es soweit ist, gibt es noch ein paar Probleme. Das schauen wir uns doch mal genauer an. Also ich mache mal kurz Pause. So, hier ist die Turbine. Dafür brauchen wir 6 von diesen Dingern. Ich weiß nicht, wie viel wir da schon haben. Das ist uns irgendwo angezeigt. Ein paar haben wir da schon gesammelt, das habe ich schon gemerkt. Wird uns aber irgendwie nirgends angezeigt. Ah ja, hier, 2 haben wir davon schon. Kraftwerkszellen haben wir 2. Da brauchen wir noch Baupläne. Wenn wir Baupläne finden, können wir das hier bekommen. Okay, da brauchen wir 25 Beton, 50 Schrott. Das ist Schrott, ne? Genau. Dann 50 Plastik und 50 Stahl. Oder Metall. Ja, diese Turbinen sind wahrscheinlich das große Problem. Vielleicht können wir das auch erforschen, dass wir die herstellen können. Gut, aber wo kriegen wir die letzten Baupläne noch her? Wo kriegen wir die Baupläne her? Hier kriegen wir noch was. Okay, da kriegen wir auch Seile. Aha. Ja, das ist alles möglich zu so suchen. Das ist schon mal nicht schlecht. Kohle kriegen wir da zum Beispiel auch. Gut. Ja, also um was geht es uns nächstes Mal? Nächstes Mal geht es uns darum, dass das Ding hier ausgeschaltet bleibt, sodass wir endlich die Kohle sammeln. Keine Ahnung, was da passiert ist, warum das wieder angegangen ist. Ich glaube, weil ich die Automatisierung angeschaltet habe und dann wurde es automatisch wieder angeschaltet. Also das hier müssen wir machen, da müssen wir drauf achten. Da müssen wir nochmal so einen Bauplan finden. Ich weiß nicht, wo wir den genau finden können. Hier können wir noch ein paar Leute finden. Ich werde ein paar Leute dann auch rüberschicken von unserer Hauptinsel. Die sollen dann ruhig hier mal rüber. Ich weiß nicht, was ich da genau mache. Ich kann ein bisschen Essen hier anbauen und dann können wir auch ein paar Sachen hier noch erkunden und so. Ja, wo kriegen wir die Baupläne her? Das ist die Frage. Wir brauchen noch 4 Baupläne, um das zum Laufen zu bringen. Den Rest hier, das ist kein Problem. Das finden wir alles. Das können wir herstellen oder finden wir. Aber die Baupläne, ja, das müssen wir gucken, wo wir die herkriegen. Ich weiß nicht, haben wir da noch irgendwo eine Markierung auf der Karte? Im Moment nicht, ne? Gut. Und da müssen wir uns hier noch überlegen, weil das ist jetzt endlich fertig gebaut, glaube ich, ob wir jetzt hier in so ein Lager drauf bekommen und dann hier weitermachen können oder wie wir dann auf die nächste Insel kommen. Auf die Insel da unten. Wie wir das hier machen. Weil da gibt es bestimmt auch noch ein paar interessante Sachen.
Das sind so Sachen, genau, Dietriche herstellen und den Rest, die restlichen Sachen erkunden, mit Elektrochips, so immer das hier mit Seilen und so. Also diese ganzen Sachen da erkunden, das können wir dann auch beim nächsten Mal machen. Für heute bedanke ich mich erstmal sehr herzlich fürs Zuschauen und dann gehe ich jetzt in den Quatschmodus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Valete!